So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Und aktuell ist hier nichts. Deswegen werden wir einfach mal gucken, was gerade neu ist. Zum Beispiel ein Pretty Hard Level von Isaac. This will take you at least 1 hour. Na, das ist doch perfekt. Aber wieder den Part voll. Ja, wenn's doof ist, lass ich's. Also, eine Stunde, sagt er uns. Wenn's ein Troll ist, ich wollte gerade sagen, wenn's ein Troll ist, dann werde ich's relativ schnell skippen. Aber das war ein relativ obvious Troll, von daher nehme ich den mal noch hin. Oh no. You serious? Aha. Ach so. Ah, da ist überhaupt keine Lücke mehr. Okay, ich muss da fliegen. Ah, ja. Wow, wo kommt da denn? Wo kommt der denn jetzt her? Hä? Den Block gerade habe ich nicht gecheckt. Mist. Geht dann Drehsprung? Werde ich so nicht rausfinden. Yes, sehr gut. Das ist angenehmer zu spielen. Hä, willst du mich? Wie habe ich die denn vorher nicht erwischt? Wie habe ich diese Blöcke denn vorher nicht erwischt, als ich hier durch bin? No? Hä? Wie? Ich bin doch vorhin da durchgeflogen bis nach hinten. Lass mich mal was ausprobieren. Ja, okay. Hätte ja sein können. Lass mich mal ein paar andere sagen. Nicht, dass der hier so ein Troll gebaut hat. Na, ich habe ja vorhin gesagt, man muss sein Level ja selber schaffen. Also wenn der... Entweder er ist gut oder er hat einfach nur einen Trollmist gebaut. Dann hat er sich aber... Irgendwo einen Dev-Dings, eine Dev-Block oder sowas hingesetzt. Nein, da ist nichts. Da ist nichts, okay. Dann muss man hier durchkommen. Ah, verdammt! So, ist da irgendwo eine Lücke? Bis hierhin nicht? Wahrscheinlich ist da keine Lücke. Wahrscheinlich muss man wirklich gut sein. Okay. Also das war ja smart von mir. Jetzt komme ich natürlich auch nicht hier durch. Okay, man muss also rechtzeitig losfliegen. Gut. Gut geflogen. Mist. So, jetzt muss ich hier mal weiter gucken, ob hier wirklich alles dicht... Da ist alles dicht. Okay, okay, das heißt, man darf nicht hier unten landen. Gut. Ergibt ja auch Sinn. Wenn er das nicht möchte... Wenn er das nicht möchte, ergibt das ja auch Sinn.
Ich hoffe nur, der arbeitet mit Checkpoints. Na, zu bald. Nein, und... Aber das Problem ist, er gibt mir keine zweite Feder hier. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, ich kann jetzt schon wieder nichts mehr machen. Ich kann jetzt schon wieder nichts mehr machen. Ah. Ich würde aber auch gerne mit dem anderen fliegen. Also nicht mit dem, mit dem richtigen Fliegen, sondern mit dem hier. Dieses Fliegen. Ach, nee, nee, ich hab da... Ach, nee, es nervt mich. Wenn ich da keine Feder neu kriege, dann nervt mich das. Sorry. Bosskilling plus Bowser Rush? Nee, echt nicht. Relax Mario 3D World. Cherry your Bob Omb Buddy. Yoshi's Power. Wine Garden. Cat Power Up. Was ist das hier für ein Screen? On-Off Swing Claws. Das nice. Gucken wir mal, ob das nice ist. Ah, Mist. Muss ich da echt neu anschwingen? Ah, es hat so gut funktioniert vorhin, verdammt. Ah, zu wenig. Was ist, wenn ich mit dem Drehsprung rausmache? Ist das besser? Nein. Definitiv nicht. Ah! Ah! Ah, es geht doch, es geht doch so im Schwung. Okay. Es geht doch im Schwung. Man muss es nur ordentlich anpacken. Gottes Willen. Nice. Nice. Schön. Passt. Doch, man kann's, schöner kurzer Speedrun. Kann man auf jeden Fall spielen. Sehr schön. Wait, ich bin nicht erst. Ich habe einen Rekord, aber ich bin nicht erster. Wer war denn da gerade eben schneller? Gerade eben muss das passiert sein, ne? Nee. Schon länger. Hä? War da nicht gerade 0%? Egal. Wurscht, wurscht, wurscht. Wurscht. Hauptsache geschafft. What? Was hast du getan? Besiege mindestens zwei Bowser und erreiche das Ziel. Ich bin jetzt schon begeistert. Ja, das ist ungefähr, das ist genau Fortnite. Ich erkenne Fortnite auf jeden Fall wieder. Ja. Ja, das ist Fortnite, auf jeden Fall. So, ich muss aber zwei Bowser besiegen. Ja, toll, und jetzt? Blume? Ah! Ich kann
Bowser immer noch besiegen. Mist. Ich bin so eine Nuss. Aber vielleicht ist das gar nicht der Bowser, den ich besiegen soll. Vielleicht kommen die erst noch. Ich sehe halt echt nicht, was der Typ hier mit Fortnite... Warum? Was hat das denn mit Fortnite zu tun? Es ist ein schlechtes, lineares Level. Wo ist das Fortnite? Ah, lass mich raten. Hier drüben ist einfach der zweite Bowser. Und den kriegen wir besiegt. Oder auch nicht. Ah, und jetzt komme ich, jetzt komm ich hier raus. Nein, komme ich nicht. Hä? Hi. Da wäre eine Blume. Okay, sind das die... Ach, hier hätte ich auch eine Blume runterbekommen. Ach so, okay. Also das sind die zwei Bowser, die ich besiegen soll. Gut. Ich verstehe aber nach wie vor nicht, was das mit Fortnite zu tun hat. Aber wir machen das mal eben. So. Gut, da kriege ich also eine Blume nach, wenn ich Quatsch mache. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass ich den so schon treffe, aber egal. Krass, wie es aussieht, als würde man gerade schießen. Null. Der trifft hier unten. Der trifft mich hier oben sogar, ja? Das ist ja frech. So, was ein Quatsch. Aber was tut man nicht alles für abgeschlossene Level in der Statistik, ne? Ei. Wir gehen einfach nicht durch die Tür. Ja, weder noch. So, wir kommentieren mal. Kann man das auf... Das kann man bestimmt... Oh nein, jetzt haue ich wieder hier den Quatsch raus. Hä? Hä? Ah, nee, wir kommentieren nicht. Ich bin gerade zu dumm. Nein, weg damit. Wie mache ich das weg? Abbrechen. So. Lassen wir das. Nein! So. Ich bin gerade zu doof zum Schreiben. Und die Zeit möchte ich euch jetzt eigentlich auch nicht antun. 25. Aber die... Oh, ich habe B gedrückt. Aber die Frage ist 25. Was? Münzen, Bowser, Koopas, Goombas, Galumbas. Gar nichts. Keine Challenge dabei. Keine Text dabei. Einfach nur 25. Aber es sieht wie ein Level aus. Oh, warte, hier kommt eine Ranke raus. Oder auch nicht. Ah, da kann ich rein. Ne, da gehe ich lieber nicht rein. Nein, die hole ich mir nicht. Die kann er behalten. Yoshi!
Wait, ja, und jetzt? Hä? Ach, da wäre noch ein Yoshi drin gewesen. Hui! Hui! Oh. Okay. Wir machen mal eben schnell den Weltrekord. Das kriegen wir hin. Für die Statistik. Ah nein, ich bin hier hängen geblieben. Das ist schon wieder doof. Oh nein, die sind ja auch doof. Aber an denen muss ich, glaube ich, vorbei, ne? Aber das hier kann ich, glaube ich, jetzt bin ich wieder hängen geblieben. Ja, das ist hier noch nicht so smooth. Das geht noch irgendwie besser. Ach Mann. Das halt alles noch besser zu funktionieren. So, genau. Genauso. Genauso. Jetzt hier irgendwie so. Ja, perfekt. Aber ich weiß jetzt den Rest nicht. Ah, nein, das bleibe ich hier hängen. Meine schöne Zeit. Ach Mann, der Anfang war so schön. Und dann mache ich Quatsch. Irgendwo da ist. Nein, ich war zu bald. Okay. Das geht besser. Das geht besser. Das will ich besser machen. Das will ich besser machen. Aber der Anfang war super. Der Anfang war super. Ja, ja, ja. Der Anfang war super. Das geht besser. So, zack. Okay, und jetzt hier wieder so knapp durch. Ah, das ist halt echt ein knapper Sprung gewesen. Den werde ich nicht oft hinkriegen. So, aber das ist gut so. Ja, das ist... Ah, nein, das hat vorhin so schön funktioniert. Ah... das klappt nie wieder so gut. Das klappt nie wieder so gut, das gibt's doch nicht. Wie habe ich das gemacht? Einen ganz kleinen Moment später wahrscheinlich abgesprungen, weil es ist echt knapp. Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt. Aber wenn ich das hier mache, verliere ich halt... Ah. Ich meine, ich bin jetzt immer noch schneller als vorhin. Deutlich schneller. Aber das hier muss alles noch optimiert werden. Das muss alles noch optimiert werden können. Aber jetzt optimiere ich nichts mehr. Das Blöde ist, man kann diesen Sprung durch die Goombas, durch die Koopas dadurch schaffen. Und das ist natürlich dann was, wo man nochmal ordentlich Zeit rausholen kann. Aber hey. Was soll's. So. Which way? Very hard version. Dark Soul. Here's my fourth version from Which Way. Enjoy this little puzzle. Also wirklich Puzzle oder Glück? Das ist nämlich ein Unterschied. Gut, also ich sehe schon mal, eins geht nicht. Das andere ist, weiß ich nicht. Bisher ist es möglich. Okay, das hätte ich sehen sollen. Das hätte ich sehen können. Damit geht es am Anfang nur hoch. So. Ich weiß halt nicht, ob der den Schlüssel hat. Ich werde mal versuchen, ihn zu killen. Bevor ich nicht rausfinde, ob er den Schlüssel... Was? Ist das mein Ernst? Das ist übrigens vom Timing her blöd, wenn das passiert hier. Aber hier kann ich eh nichts machen. So, die Frage ist jetzt... Okay, er gibt einen Schlüssel. Die Frage ist, was will ich mit dem P-Switch? Ah, das sind gar nicht Blöcke, die aufgehen dabei. Da oben geht's auf, da oben geht's auf, da oben geht's auf, da oben geht's auf. Oh! Okay, lass mich kurz nachdenken. Wie muss ich die schicken?
Sie explodiert jetzt gar nicht da drüben, ne? Kann ich die so schicken, dass die genau dort explodiert? Und dann muss ich das hier anders lösen. Ah, da komme ich auch zu einer Schlüsseltür. Okay. Dann ist das jetzt erstmal mein erster Ansatz wieder. So, ich lasse das Piepen durchlaufen, weil eher komme ich hier eh nicht ran. Also bisher wirkt es für mich wirklich noch nicht so wie Glück. Ich spiel's mal. Es wirkt bisher noch nicht so schlimm. Es sind eigentlich alles Sachen... Ich bin halt dumm, es gibt halt kein Dings hier. Ich bin halt einfach dumm. Ja, jetzt habe ich es wieder getan. Ja, das war klar. Weil ich doof bin. So. Doof. Ich dachte, der geht schon los. So, dann gehen wir damit jetzt mal zu der Schlüsseltür. Und gucken mal, was dahinter kommt. Wait, was hat der jetzt umgeändert? Ah, natürlich! Hier muss die Bombe hin. Beziehungsweise ist jetzt der Weg da drüben ja auch frei. Okay, Puzzle verstanden. Genau, hier muss ich den drücken. Nein, nicht hinterher! Gut, und jetzt haben wir's. Also, very hard ist was anderes. Weiß nicht, wo das very hard war, aber okay. Meinetwegen. Very hard, naja. Nicht wirklich. So. Aber es war durchdacht. Fand ich okay. Ihr könnt ja immer eure Meinung schreiben. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schlüsselqual. Promark. Also ich schaue mir halt vor allem gerne deutsche Level an, ist klar. Okay. Achso, drei Münzen, drei Challenges. Okay, alles klar. Ja, verstanden. Hä? Achso, ah! Mit dem Pizza schalte ich die Dinge hier auf. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich brauche überhaupt keins von den Items, aber... Also eine Qual ist was anderes.
Jetzt kommt der schlimmste Raum wahrscheinlich und ich habe... Nein, sieht nicht schlimm aus. Gib mir das. Ach so, ich doof. Anders, das ist ganz anders gedacht. Ups. Ah, wait. Ah, der muss das einsammeln. Ja, dann ist ja schon alles fertig hier. Dann ist das schon alles fertig. Hey, we did it. Keine Qual. Drei nette Challenges. Kann man machen. Habe jetzt auch keine Softlock-Möglichkeit gesehen. So, da kann ich jetzt kurz schreiben. Nein, ich will eine Leerzeile. Kann ich das nicht? Ach, mit Y. Ah. Nein, zurück. Nein! Oh, ich hasse alles. Dass der direkt rausgeht und nicht nochmal fragt. Stellt euch mal vor, man schreibt den halben Roman und drückt versehentlich einmal kurz X. Alles weg. Was soll das denn? So, wo habe ich Smileys? Selber bauen. So. Eins machen wir noch. Okay, der Name triggert mich. Sub to Pocket TV with no subs on YouTube. Hm. Weißt du, Millionen Ausrufezeichen, aber kein K. Nein, das ist nicht... Sein Scheiß ernst. Ah, ich meine, ich hab was Nerviges, was Dummes erwartet, aber... Das ist erstes Level. Okay, Bauch. Hau rein. Show me what you got. Ah ja. Das erinnert mich ein bisschen an mein erstes Level. Ich habe auch irgendwas mit diesen komischen... Oh, warte mal. Oh, warte mal. Oh, warte. Das reicht nicht, ne? Ah, es reicht gerade nicht. Schade. Geht das vielleicht mit dem? Mit dem normalen Sprung? Geht das nur nicht, weil ich einen Spinjump gemacht habe? Aber will ich das überhaupt, ist die nächste Frage. Wahrscheinlich geht es einfach in den Abgrund. Wahrscheinlich ist das Quatsch. Wahrscheinlich will ich das gar nicht. So. Den setze ich mir gleich mal auf. Wie soll man das denn... Holy moly. Ah. Nein. Ja, gut. Der Rekord triggert mich. Thank you.
Ja, das ist halt echt machbar. Ah, verdammt. Ja, das waren jetzt 9 Sekunden. Die 7 hole ich mir. Das ist jetzt wieder so ein Ding, was ich haben will. Das... Nein, 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 nein. Toll ist das nicht. Ich habe ihn nicht aufgesetzt. Vielleicht setze ich ihn gleich hier auf. Das ist eigentlich eine Idee. Ah, ich habe schon wieder Zeit verloren. Käsekuchen. Hat das gereicht? Hat das gereicht? No! Es hat nicht gereicht. Ach, was zur Hölle. Oh, das ist ja nochmal ein Abgrund. Ups. Ja, das war schlecht. Ist das mein Ernst? Das habe ich doch vorhin besser hingekriegt. So vielleicht nicht. Nice. Dann den Sprung auf Anhieb. Mann, dass ich das verhaue, ist echt blöd. Ah, es war wieder nicht richtig. Aber ich kann halt den Sprung da verkürzen. Ich kann halt den Sprung an der einen Stelle verkürzen. Das ist halt nicht mal das Problem. Ist mir egal, es geht besser. Den Sprung hier. Zack. Jetzt habe ich die Röhre nicht. Oh. Alles egal, das lasse ich jetzt. Das lasse ich jetzt. So. Das dürfte jetzt nochmal ein Stückchen besser sein. Wobei ich halt nicht sofort in die Röhre bin, was doof ist. Also den kann man immer noch locker brechen, das ärgert mich. Will ich eigentlich nicht haben, aber egal. Ja, so, passt. Wiedersehen. Gut. Super Jump. Use a Super Jump. Ab Z, B, Z. Hä? Z, B, Z. Ah, okay, warte. Aber das muss ich ja... Wie? Ab, Z? Also das ist ab. So, und das ist Z. B ist dann der hier. Und dann aber nochmal... Ab, Z, B, Z. Also nochmal Z irgendwie. Kann man das halten? Und dann ist man höher, oder wie? Weil das Z hinterher verstehe ich nicht. Bin zu doof dafür. Ab Z, B, Z. Aber nochmal Z bringt mir ja nichts. Da ändert ja nichts. Ich muss es nochmal lesen. Musst du es nochmal lesen? Ab Z, B, Z.
Gut, da steht's halt. Nochmal. Also, ab ZBZ... Hä? Das Z hinterher verstehe ich nicht. Wann drückt man das? In welcher Situation? Das hilft mir nicht, um höher zu kommen. Na, das hilft mir nicht. Hä? Ab ZBZ. Das reicht halt nicht. Und von der Wand aus geht er ja nicht. Wie ist der Sprung gemeint? Ich will die Mechanik kennen. Offensichtlich kann man irgendwie höher kommen damit. Aber ich... Okay, ich kann den nicht. Das war er nicht. Ab Z, B, Z. Ab Z, B, Z. Aber da passiert ja nichts, dass ich höher komme. Guck mal, das reicht nicht aus. Ich drücke ja nochmal Z, aber... Z halten nützt halt auch nichts. Ist es, wenn ich renne, dass ich dann höher springe? Ist das so ein Ding? Das reicht nicht. Was mache ich denn falsch? Ab Z, B, Z. Ab Z, B, Z. Ist doch Z, was ich da drücke. Oder nicht? Doch. Oder muss man das gleichzeitig drücken? Das muss doch irgendein Glitch-Dings sein. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sprung nicht. Ab Z, B, Z. Ab Z, ja, toll. Der reicht nicht. Hä? Wie geht der Superjump? Ich will auch können. Ich will den auch können. Wie geht der? Aber das reicht nicht. Das sehe ich auch so. Und wenn ich nochmal Z drücke, ändert das nichts. Höher als das kriege ich denn nicht. Höher als das kriege ich ihn halt nicht. Von dem Ding aus geht er nicht, von der Wand.
verstehe den Sprung nicht. Ja, schade. User Super Jump Up ZBZ. Don't know how this works. No idea. Komm, spielen wir noch easy und dann hören wir auf. Ich hätte vielleicht den dann aufdrücken sollen. Oder auch nicht, warte mal. Wenn der nur für deinen Quatsch ist. Ah, nee, das Problem bei diesem Supersprung ist aber halt, dass man nicht... vielleicht spielen wir es einfach mal, wie es gedacht. Moment, wofür ist denn überhaupt die Tür da? Dann kann ich doch auch einfach da drüber laufen. Hä? So. Den kann man eigentlich nur brechen, wenn man es schafft, über die Dinger zu kommen, ohne den aufzudrücken. Aber ich weiß nicht, ob das geht. Das ist ein Quatsch. Just the first try, nothing fancy. Okay, Rinz. Aber auch du kannst ja trotzdem als ein erstes Level was Schönes bauen. Auch wenn ich selbst das nicht getan habe. Du kannst das. Du hast aber jetzt nicht 1-1 nachgebaut. Wenn du jetzt 1-1 nachgebaut hast, kriegst du sowas von einem Bu ins Gesicht. Okay, du hast nicht 1-1 nachgebaut. Ich dachte gerade schon. Bisher ist es ein schönes Level, muss man sagen. Ich wollte schon sagen, kommt jetzt nicht langsam mal Feuer raus? Und dann kam es. So, gib mir den Pilz. Nice. Okay. Pfeil hat fair gesagt, wo man hin muss. Alles in Ordnung. Das ist ein interessanter Sprung, aber auch der ist möglich. Und das passt hier auch alles. Ja, schönes erstes Level. Schönes erstes Level. Doch, doch, doch. Kann man anbieten. Kann man anbieten. Sehr schön. Sehr schön. Das ist für den Rekord jetzt natürlich blöd. Will ich den... Ach nee, komm. Wir lassen das mit dem Rekord jetzt mal sein. Wir lassen das mit dem Rekord jetzt mal sein. Aber ich wollte noch kommentieren. Warte, ich wollte kommentieren. Muss ich da doch nochmal spielen. Aber dann kann ich ja... Moment. Dann ist es vielleicht sogar wirklich schneller, den Pilz einmal mitzunehmen. Ja, ja. Dann kann ich mich hier fallen lassen. Hihihihi. So, und ab wann kann ich jetzt darüber? Jetzt. Das ist okay. Dann muss ich mich hier nicht... Ah, oh, das machen wir. Das machen wir ganz schnell. Entschuldigung. Nachdem ich das gerade gesehen habe, das machen wir jetzt ganz schnell. Das ist jetzt eine Art, das zu... Ah, dann könnten wir vielleicht sogar von da drüben schon los. Da war eine Röhre. Ist da ein Secret? Nein, warum bin ich denn so?
Da war eine Röhre am Boden. Das muss ich jetzt mal untersuchen. Hier war eine Röhre am Boden irgendwo. Da! Was ist da drin? Die muss jetzt untersucht werden, ja. Ja, so, ihr habt die Zeit, einem alten Mann kurz dabei zuzuschauen, wie er sich eine Röhre untersucht, ne? Hui, ist es eine Reset-Röhre, wenn man hier runterfällt? Man kann auf jeden Fall rein. Bonusraum. Cool. Cool. What? Wer macht sowas? Das müssen wir jetzt noch untersuchen hier. Vor allem, das hat er halt auch echt schön gebaut, ne? Bis auf den Block. Der Block ist natürlich so ein Trollmist, aber... Ah, und dann verhau ich den Sprung. Da will ich eigentlich noch groß sein, das wäre ganz schön. Das wäre ganz schön, wenn ich da noch groß wäre. Um ehrlich zu sein. So, wie trigger ich den jetzt an, ohne dass er mir was tut? Ah, so. So, das ist okay, weil hier kriege ich bestimmt einen neuen Pilz, den ich jetzt hier unten... Wait! What? Oha. Na gut, den ersten kann ich damit skippen. Okay. Habe ich da genug Zeit, um einmal rumzukommen? Ja, habe ich. Gut, die Dinger da oben sehe ich, was runterfällt gleich. Ich hoffe, hier fällt keiner runter. Das wäre mies gewesen. Gut. Wo komme ich jetzt raus? Auch hier. Und dann sterbe ich, weil ich die Zeit nicht geschafft habe. Okay. Interessanter Raum. Aber jetzt rückwirkend betrachtet eigentlich Quatsch. No! No! Falscher Knopf. Falscher Knopf, Mensch. So fangen wir gar nicht erst an. So fangen wir gar nicht erst an. Das ist nicht meine Qualitätsarbeit, die ich hier haben möchte. So, das ist, was ich haben will. Ab wann kann ich springen? Ungefähr da. Ah, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass wenn der Quatsch macht, mach ich. Okay, nice. Nice, gut, passt. Sehr schön. Das ist die Zeit, die ich wollte. So, jetzt kann ich auch kommentieren. Keine Ahnung, was das sollte. Irgendwo ist ein Ausrufezeichen. Irgendwo ist ein... Da ist ein Ausrufezeichen. Ach ne, das kann man auch so lassen. Was ist der andere Kommentar?
Da war doch noch ein Kommentar. Zwei sind da. Ah ja. Warum man bei sowas sagt, Abschluss voraussetzen, verstehe ich nicht. Ne? Weil das ist eigentlich unsinnig, aber egal. Egal! Das sieht interessant aus. Was ist da denn los? Ach so. Das ist eine sehr interessante Art und Weise übrigens für einen Block Snake. Und auch eine sehr angenehme Art und Weise für einen Block Snake. Ah, oh, da drin wäre schon das Ziel dann. Kann man das irgendwie... Ah, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zu... Oh nein. Da bin ich jetzt natürlich wieder... Da bin ich jetzt natürlich wieder in so einem... Ich will das Quaken-Modus. Aber das werde ich nicht hinkriegen. Ich könnte höchstens den Magic Koopa versuchen zu verwenden. Der Magic Koopa lässt sich dafür vielleicht verwenden. Also muss ich den ganzen Quatsch hier entlang fahren. Ah, das jetzt... Das ist nicht, was ich möchte. Das ist überhaupt nicht, was ich möchte. Aber da kommt einer runter. Wenn man den anders triggern könnte, würde es vielleicht auch schon funktionieren. Oh, oh. Ah, es passt einfach nicht von der... Nee, es passt einfach nicht von der, Höhe her und allem. Ah. Wait, die Sterne darf ich gar nicht einsammeln. Wenn ich die Sterne sammle, bin ich tot. Das ist ja nochmal eine zusätzliche Gefahr. Jetzt! Da war einer. Okay, wir gucken mal, ob er das breaken kann. Wenn nicht, lasse ich's. Weil das ist dann doch ein bisschen arg langweilig. Schöne Idee, aber sollte man nicht so umsetzen, wie es hier ist. Ne? Ihr versteht mich. Ach, der fällt runter. Der fällt ja einfach nur runter. Da kann ich nichts mehr... Ach, Mann. Na, hier will ich hochkommen. Wenn ich da hochkäme... Nee, nee, das ist breaksicher. Kann ich nichts machen. Kann ich nicht machen. Habe ich keine Lust zu. Ach, Leon. Wie kann das denn sein? Was war denn jetzt... Wie war das denn noch schneller möglich? Ich war doch schon so schnell. Schneller geht's doch nicht. Schneller geht das doch nicht. Yo! Okay, wo verliere ich da... Nein! Oh. Wo verliere ich da meine Sekunden? Sekunden ist gut. Wo verliere ich da meine... Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Ist es schneller, wenn ich den hier mache? Ist das schneller? Ist das ein Ticken schneller als zu rennen? Ja. Alles klar. Gut. Vielleicht sollten wir es dabei belassen. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt es dann wieder hoffentlich Level von euch. Das war jetzt mal wieder ein Ausflug in neu. Kann man ja immer mal wieder zwischendurch machen. Und ja, hier hat sich nichts getan. Sehr gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.